Einen schönen guten Tag. Hier ist Bruder Arno Rudnick von der Ruhrpott-Mission. In Jesu Namen möchte die Ruhrpott-Mission noch einmal einen Bußaufruf starten an das deutsche Volk. Die Überschrift dieser Videobotschaft heißt: Ein Bußaufruf an das deutsche Volk. Und ich lese daraus aus 2. Chronik 7 ab Vers 13. Siehe, wenn ich den Himmel zuschließe, dass es nicht regnet oder heiße, die Heuschrecken das Land fressen, oder lass eine Pestilenz unter mein Volk kommen und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen, und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Soweit erst einmal Gottes Wort. Ich lese gleich noch etwas aus Matthäus 24. Aber erst einmal das Wort lassen wir auf unsere Herzen wirken und darauf baue ich mit Gottes Hilfe und in Jesu Namen meines Herrn und Heiland den Bußaufruf auf. Liebes deutsche Volk, als erstes rufe ich die Regierung auf, die Bundesregierung unseres Vaterlandes. Ich rufe die Bundesregierung auf, wieder eine Politik zu betreiben und eine Politik zu tätigen im Rahmen der 10 Gebote. Ich rufe die Bundesregierung auf, das deutsche Volk aufzurufen, sich vor Gott zu beugen. Ich rufe die Bundesregierung auf, die Wege der Genderideologie zu verlassen, sie als Sünde zu erkennen und Gott, den heiligen dreieinigen Gott der Bibel, zu bitten und zu flehen, dass er über diese politischen Missstände der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland Buße schenken möge. Tun Sie, das rufe ich Ihnen zu, in Jesu Namen, die Genderideologie wie einen alten, stinkenden Sauerteig aus unserem Land herausfegen. Des Weiteren rufe ich Sie dazu auf, den Paragraph für die Abtreibung wieder in einen Rahmen zu setzen, der kompatibel ist mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel in ihrer Irrtumslosigkeit. Abtreibung ist und bleibt Mord, und ich rufe Ihnen in Jesu Namen zu, was der Galaterbrief sagt im Neuen Testament: Gott lässt sich nicht spotten. Wir haben und hören, und das rufe ich Ihnen auch zu, dass wir Intensivstationen, dass die belegt sind, dass Menschen um ihr Leben kämpfen, dass Krankenschwestern, Krankenpfleger einen hohen Wert haben, weil sie so einen vorzüglichen Dienst tun. Und ich möchte das ganze deutsche Volk dazu aufrufen, doch die Buße zu suchen, den Herrn Jesus Christus darum zu bitten, Buße zu schenken, denn es ist eine ganz ernste Zeit und eine ernste Angelegenheit. Ich rufe diesen Bußruf auf, weil Christus selbst mir das heute auch aufs Herz gelegt hat. Es ist eine böse Zeit, eine schreckliche Zeit, eine Zeit, die einen die Tränen in den Augen treibt, eine Zeit, die doch dazu gebraucht und genutzt werden sollte, sich wieder unter der Allmacht Gottes, so wie die Bibel uns Gott beschreibt, zu beugen. Ich rufe zur Buße auf, wie damals die Kirchen zur Buße aufgerufen haben, als Deutschland am Boden war. Als Deutschland den verlorenen Krieg vor Augen hatte, die Städte in Trümmern lagen und Bußaufrufe getätigt wurden. Ich denke hier an Pastor Willem Busch in Essen im Weigelhaus, der immer wieder dazu aufgefordert hat: Siehe, wenn ich den Himmel zuschließe, dass es nicht regnet und heiße, die Heuschrecken das Land fressen,
und lasse eine Pestilenz unter mein Volk kommen. Ich weiß, dass jetzt die Leute, die heilsgeschichtlich denken, das ist ja auch gut so, dass sie sagen, das heilt ja für Israel. Ich wende das jetzt an für das deutsche Volk, für die Bundesregierung, für die Landesregierung. Ich rufe die Landesregierung meines Heimatlandes Nordrhein-Westfalen auf die Knie zu gehen, die Hände zu falten und zu Gott zu rufen, dass er doch mit der Pandemie ein Ende setzen möge und Gott zu fragen, was er uns damit sagen will und dass es doch höchste Zeit ist, sich unter der Allmacht des heiligen dreieinigen Gottes zu beugen. Ich rufe alle Landesregierungen auf, dies zu tun. Ich rufe die Kirchen dazu auf, Bußworte, biblische Bußworte an das deutsche Volk zu richten. Ich rufe auf, jeden Tag um 18 Uhr die Kirchenglocken läuten zu lassen, womit dann Bußgebete eingeläutet werden. Ein Flehen vor Gott, das rufe ich aus in Jesu Namen. Ich rufe auf, das deutsche Volk sich vom Götzendienst zu entfernen, sich von den Hurereigeist zu lösen. Ich rufe das deutsche Volk auf, sich zu beugen vor Gott, auf die Knie zu gehen, die Hände zu falten und Gott den Herrn, den Vater unseres Herrn Jesus Christus anzurufen, zu flehen, dass er uns, dem deutschen Volk, eine Buße schenken und geben möge. Warum sage ich das so? Weil wir uns die Buße einfach nicht so nehmen können, weil die Buße ein Gnadenwerk Gottes ist und Gott wir darauf angewiesen sind, dass das deutsche Volk von Gott noch einmal erleuchtet, beleuchtet wird, wir zur Sündenerkenntnis, zur Sündenbekenntnis kommen und wir uns vor Gott beugen, vor den 10 Geboten beugen und unsere Schuld und Sünde vor Christus, die er uns dann gibt und schenkt, wenn wir doch darum bitten und flehen, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen, dann dementsprechend den Herrn Jesus Christus, unser Herr Jesus Christus, sich dann uns offenbart und uns Buße schenkt und uns dann auch durch die enge Pforte führt und somit dann auf den schmalen Lebensweg, so wie die Bibel ihn beschreibt in Matthäus 7, dementsprechend zu wandeln. Und mein Volk sich demütigt. Ich rufe auf, das deutsche Volk sich zu demütigen. Sich wirklich zu demütigen und Gottes heiliges Angesicht zu suchen. Wirklich zu suchen. Wir haben jetzt alle Zeit. Wir haben Zeit, wir sitzen zu Hause. Wir denken nach. Wir sind vielleicht tief traurig. Vielleicht kommen sogar Schwermutsgefühle über uns. Da sind auch wir Christen nicht vorgefeilt. Und denken nach. Und sagen, woher kommt das? Und ich sage Ihnen in Jesu Namen, als sein Evangelist, die Ruhrpott-Mission ruft es Ihnen zu. Jesus steht vor der Weltentür und klopft mächtig an. Und dazu möchte ich gleich Matthäus 24 lesen. Ich bitte Sie noch einmal in Jesu Namen, an jeden Volk, jeden Mitbewohner unseres Volkes, egal welche Nation Sie sind, ob sie auch ein Asylant sind oder ob sie einer anderen Religion angehören, beten sie zu dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, in 6x24 Stunden. Rufen sie zu dem, der seinem Sohn gegeben hat, auf das wir Frieden finden können für unsere Seele. Ich rufe das deutsche Volk und alle, die in diesem deutschen Land wohnen, zur Buße auf, in Jesu Namen. Matthäus 24. Ich lese in Gottes Namen, in Jesu Namen, meinem Herrn. Und Jesus ging hinweg von dem Tempel, und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberge saß, traten zu ihm seine Jünger besonders und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen deiner Zukunft und des Endes der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viel kommen unter meinen Namen und sagen: Ich bin Christus, und werden viele verführen. Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen.
Sehet zu und erschrecket nicht. Das muss zum Ersten alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere und ein Königreich wieder das andere, und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Das wird sich allererst die Not anheben. Ich rufe in Jesu Namen zu. Das ist der beste Beweis. Das sind die Vorwehen. Wir kennen das alle, wenn eine Frau ein Kind auf die Welt bringt, vorher, was da stattfindet, wie Gott das eingerichtet hat, dass die Frau Wehen hat. Und so sagt uns die Bibel, das sind Vorzeichen, Vorwehen, Wehen, die auf die Wiederkunft Jesu Christi hinweisen. Und ich möchte jetzt den Einzelnen im Herzen hineinrufen. Tue deine Herzensbekehrung, das Klopfen Jesu Christi nicht auf die lange Bank schieben. Tue die Zeit nicht vergeuden. Du musst einmal dein Haus bestellen. Einmal kommt der Todesengel und klopft an. Und dann steht die Frage immer wieder im Haus, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Ich rufe als ein Gesandter Jesu Christi, als ein Evangelist, als ein Knecht des Herrn dir zu und stell dir die Frage, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Das ganz persönlich für dich an den Einzelnen, egal wie du heißt, ein Bußaufruf für dich, für den Einzelnen. Und wissen Sie, sehr geehrte, liebe Regierenden, ich zweifle gar nicht daran, das steht mir auch gar nicht zu, dass sie es gut meinen, dass sie das deutsche Volk schützen wollen, dass sie deshalb den Lockdown ausgesprochen haben. Das ist alles hier kein Thema. Ich möchte mich in Jesu Namen für ihren Einsatz bedanken, dass sie das tun. Ich bete jeden Tag dafür, dass Gott ihnen Weisheit schenkt in ihren politischen Entscheidungen. Die bibeltreuen Christen sind keine Gefahr ein für Deutschland. Bibeltreue Christen sind Beter für das deutsche Vaterland. Wir stehen im Gebet hinter ihnen und beten für sie bei Tag und bei Nacht. Unser Land ist in einer tiefen Krise. Europa ist in einer tiefen Krise. Die Welt ist in einer tiefen Krise. So eine Pandemie haben wir lange schon nicht mehr gehabt. Und deshalb dieses Bußwort an uns allen, an uns Deutschen, an uns Europäer, an weltweit. Lasst euch beugen vor Gott. Beugt euch vor den biblischen, heiligen, dreieinigen Gott. Und Jesus Christus steht mächtig vor der Weltentür, mächtig und klopft an. Und er sagt, wir sollen uns auf die Zeichen achten. Und da heißt es von Kriegen und Kriegsgeschrei. Jetzt könnte man sagen, ach, da hat meine Oma Tibulski auch schon von gesprochen. Ja, schauen Sie sich bitte den Vortrag von Bruder Roger Libby an, über die 20 Endzeichen. Schauen Sie sich den an, dann wissen Sie, um was es geht. Dass wir natürlich in einer Endzeit leben, die in einer gewissen Zeitspanne stattfindet. Aber schauen Sie sich den Vortrag an. Bruder Roger Libby kann das viel, viel besser als ich. Und ich werde das mal gleich ganz bewusst auf meine Facebook-Seite stehen, damit Sie wissen, um was es geht. Schauen Sie sich das an. Natürlich haben wir Kriege schon hinter sich. Wir hatten vor dem Ersten Weltkrieg, darum heißt er ja Erster Weltkrieg, nie einen global umspannenden Krieg. Und der war so grauenhaft gewesen. Da wurde Gas eingesetzt. Das war ein Stellungskrieg, der die Männer traumatisiert hat, der wirklich grauenhaft war. Und was hat danach stattgefunden? Danach hat stattgefunden, es kamen auf einmal wirtschaftliche Aufbrüche. Und in Amerika konnte auf jeder fünfte Amerikaner konnte sich ein Auto erlauben. Es wurden Kredite gegeben, es wurde gezockt an eine Börse. Und die Nackbars wurden eröffnet und man hat nach Gott nicht mehr gefragt. Es ging ja auf einmal aufwärts. Da war Gott, spielte überhaupt keine Rolle mehr. Die ersten Theologen haben die historisch-kritische Bibelkritik in die Universitäten gebracht und haben Gott gespottet. Ich rufe in Jesu Namen die Kirchen auf, diesen antichristlichen Weg der historischen Bibelkritik zu verlassen und wieder ganz zu dem Schriftverständnis zu kommen, was die Reformatoren schon vorgelebt haben. Kehren Sie um, das rufe ich Ihnen in Jesu Namen zu, wieder zu dem bibeltreuen Erbe der Reformation. Das rufe ich Ihnen in Jesu Namen zu.
Ich rufe die Großkirchen auf und fordere sie auf, die biblische Buße dem deutschen Volk zu predigen, ab nächsten Sonntag dies zu tun. Dazu rufe ich sie auf. Ich rufe sie auf und ich rufe noch uns entgegen, wie mächtig der Jesus doch vor der Weltentür steht und mächtig anklopft. Denn es wird sich empören, ein Volk wieder das andere. Ja, dann könnte man sagen, wie ich schon eben sagte, das hat Oma Tibulski auch schon gesagt, Arno. Ich rufe, denke daran zurück, Zweiter Weltkrieg, grauenhaft, grauenhaft. Die Flüchtlinge, die Flüchtlingsströme, der Niedergang, ja, einer jeglichen sittlichen, moralischen Verständnis ruhend auf das christlich-jüdische Abendland. Was für ein Teufel, was für ein Dämon. Und es ist zum Schämen, wenn es heute in Deutschland wieder Antisemitismus gibt. Ich rufe in Jesu Namen auf, jeden Antisemitismus, egal woher er kommt, entscheidend mit allen demokratischen Mitteln zu bekämpfen. Und wer Antisemitist ist, ist ein Knecht des Teufels, ist ein Knecht des Teufels. Das Volk Israel ist und bleibt das Volk Gottes und ist und bleibt der Augapfel Gottes. Das sag ich in Jesu Namen. In Jesu Namen. Das ist Gottes Volk und bleibt Gottes Volk. Ich rufe auf, die sich in den Antisemitismus hinein vom Teufel haben hineinbringen lassen. Geht auf eure Knie, bittet den Herrn Jesus Christus um Vergebung, dass ihr euch von einem Teufel, vom Teufel so gebrauchen habt und in dem Antisemitismus hineingefallen sind. Das Volk Israel ist Gottes Volk und bleibt Gottes Volk. Ich rufe dazu auf, wer da drin noch verstrickt ist, darüber Buße zu tun. Ja, das ist so. Und hier haben wir vorher gelesen, denn es werden viele kommen unter meinen Namen, Matthäus 24, Abvers 5, unter meinen Namen und sagen, ich bin Christus und werden viele verführen. Ich rufe die Christenheit auf, ich rufe die Evangelikalen auf, wieder zurückzukommen, ganz allein die Schrift, ganz allein die Gnade, ganz allein Jesus Christus, ganz allein der Glaube. Ich rufe dazu auf, die Wege des Wohlstandschristentums zu verlassen, dieses Entscheidungschristentum, dieses goldene Kalb der Evangelikalen in wahrer Reue und Buße, gewirkt durch den Heiligen Geist, endgültig auszufegen und wieder zu den Evangelisationspraktiken zu kommen, die einst George Whitfield, Spurgeon, Georg Müller dementsprechend praktiziert und vorgelebt haben. Dazu fordere ich auf, das Werk der Leichtfertigkeit zu verlassen, Rock- und Popmusik aus den Versammlungen und Gemeinden zu verbannen, jede Leichtfertigkeit zu verbannen aus den Gemeinden. Christliche Rock-Popmusik ist und bleibt ein Werk des Teufels und ist niemals richtig in den Gemeinden und Versammlungen als solches anzuwenden. Ich rufe dazu auf, endgültig Buße dazu zu tun. Das hat nichts damit zu tun, wenn man mal ein Glas Wein trinkt und mal ein wenig die erhoben ist, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, und das gleichzusetzen mit einer Musik, die erhebt uns dann möchte ich mal dazu aufrufen, tut Buße über solche Aussagen und tut Buße über so ein Verständnis. Eine christliche Rock- und Popmusik hat nichts, aber auch gar nichts in unseren Kreisen zu suchen. Darüber muss Buße getan werden. Man kann noch auf der einen Seite nicht von Freddie Mercury warnen und von diesen Einflüssen und meinen, weil man christlich davor sitzt, dann ist das nicht mehr so gefährlich. Dann ist es ja so, wenn ich in ein Freudenhaus gehe, dann ist es Sünde, und wenn ich christlich davor sitze, dann ist die Sünde weg. Was für ein Spotten Gottes, was für ein widerwärtiges Spotten Gottes. Ich rufe dazu auf, ich rufe die christliche Jugend dazu auf, die da drin in diesem Gedankenbild gefangen ist, in der Anbetungs- und Lobpreismusik, die wirklich nichts anderes als Leichtfertigkeit ist, rufe ich auf, darüber Buße zu tun. Ich bin Christi-Knecht und kein Knecht der Menschen. Ja, und ich tu auch nicht alles über einen Kamm scheren. Es mag Anbetungslieder geben, die wirklich lieblich sind,
Das sind ja alle Lieder, hier auch im Reichsliederbuch, das sind ja Anbetungslieder, die einen Sinn haben, die wie ein roter Faden sind, die wirklich ausgerichtet sind, Christus zu die Ehre zu geben. Aber eine Anbetungsmusik geht doch nicht darum oder hat doch nicht die Aufgabe, uns in einen Rausch zu versetzen, dass wir in mystischen Gefühlen kommen und eine jegliche Besonnenheit und Nüchternheit verlassen. Ich fordere dazu auf, die evangelikale Welt darüber Buße zu tun, sich vor Christus zu beugen und zu sagen, hier lagen wir total daneben. Und wir darüber Buße zu tun, dass wir die Heiligkeit Gottes schon gar nicht mehr richtig auf den Schirm haben. Gott ist der gleiche Gott wie im Alten Bund. Der hat nichts, aber auch gar nichts an seiner Heiligkeit verloren. Ja, wir haben keinen Kumpel-Jesus, wir haben nicht einen Prima-Jesus, wir haben keinen coolen Jesus, wir haben den heiligen Sohn Gottes vor uns. Und wenn wir dann so auch noch sprechen, dann ist das ein Spotten. Das ist ein Spotten und das ist widerwärtig. Wir haben es mit einem heiligen Sohn Gottes zu tun. Und er hat nicht einen Stellenwärter wie einen Kauenwärter oder wie einen Pförtner am Krankenhaus. Der ist heilig, souverän und gerecht. Das müssen wir uns mal wieder auf die Fahne schreiben lassen. Und all diese Gedanken, die da sind, die den Herrn Jesus auf so eine Kumpelschiene, auf so eine coole Schiene rüberbringen, mit denen kann man so sprechen, als wenn man irgendwo mit einem Nachbar spricht oder mit einem spricht, der so nebenan, hallo Jesus, ich finde dich cool, prima, Toto, alles klar. Wo wollen wir denn damit hinkommen? Ich rufe dazu auf, Buße zu tun und sich auch da nochmal ganz klar von Gott und vom Wort Gottes her belehren zu lassen, dass das so nicht geht, das geht so nicht weiter. Und diese Evangelisationsmethoden, ein bisschen Sumsum, ein bisschen Singsang, ein Übergabegebet, Vorbeugen über den Stuhl, jo, prima, jetzt hab ich Jesus, jetzt hab ich ja die Flatrate gebucht, mein Haus, mein Motorboot, meine hübsche Frau, vielleicht sogar noch aus Gemeindekreisen, meine hübsche Frau und jetzt hab ich noch den Herrn Jesus und jetzt kann ich so weiterleben wie bisher. Ich weiß ja, ich kann nicht verloren gehen, fleischliches Christentum. Ich rufe zur Buße auf. Diese Irrlehre zu überwinden, dass man trotzdem nicht verloren geht, wenn man in der Sünde verharrt, das ist eine Sünde, so eine Theologie freizusetzen. Das ist ein Spotten Gottes und ein Spotten der Heiligen Schrift. Ich rufe dazu auf, darüber Buße zu flehen, zu bitten vor Gott und in diese Lehre wie ein Sauerteig aus den Gemeinden und Gemeinschaftskreisen herauszufegen. Das ist eine widerwärtige Buße. Wenn keine Früchte, widerwärtige Lehre, entschuldigt, hab mich versprochen. Ja, eine widerwärtige Lehre. Wenn keine Früchte der Buße zu erkennen sind, kein Kampf gegen die Sünde, nicht zu erkennen ist, dass wir Christusgewandt leben und genauso weiter rumhuren und saufen und fressen und nur Früchte des Fleisches an uns haben, dann werden wir nie in den Himmel kommen, nie, sondern werden dahin kommen, wo der Teufel auf uns wartet, und zwar an den Ort, wo der Wurm nicht mehr stirbt. Ja, da kann man jetzt sagen, Arno, aber es heißt doch in der Schrift, ja, dann niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen. Ja, der wahre, wirklich wiedergeborene Christ, der geht auch nicht verloren und der wird auch nicht aus der Hand Gottes fallen. Niemals, das wird er nicht. Er ist auch wahrhaftig wiedergeboren und ist wirklich durch die enge Pforte gegangen und auf den schmalen Lebensweg gekommen. Aber man muss es mal so deutlich ansprechen. Heute sind die Evangelisationsmethoden so, dass die meistens vor der Pforte stehen bleiben und nicht durch die enge Pforte durchgehen. Und wenn man die Seele fragt, sag mir mal, wie du zu den Heiland gekommen bist, da kommt gar nichts. Weil sie einen Heilsweg, so wie die Glaubensväter kennen, wie ein Pastor Busch sie kannte, Rosenius sie kannte, wie sie ein Krumbacher kannte, ein Kohlbrügge kannte, wie sie ein Spurgeon kannte, das wird ja heute gar nicht mehr gepredigt. Das ist ja kein Predigen des Evangeliums, das ist ein billiges Verramschen des Evangeliums. Und darüber ist Buße zu tun. Darüber muss Buße getan werden. Ich rufe dann die Wohlstandsevangelisten und ich rufe die da in dieser Evangelisationsmethode drinstecken und sich schuldig machen zur Buße auf, dass der Jesus Christus euch Buße schenken möge. Dazu rufe ich euch auf. Und er vermöge bei mir als erstes anfangen. Ich rufe die verschlafene Christenheit. Ich rufe die laue Christenheit. Ich rufe die U-Boot-Christen. Ich rufe die Gewohnheitschristen und die in ein Gewohnheitschristentum feststecken zur Buße auf. Ich rufe euch auf, bittet den Herrn um Buße, da die Buße bei uns Gläubigen als erstes anfängt, dass wir auf unsere Knie gehen, dass wir unseren Götzendienst bekennen.
Götzendienst haben wir nicht. Die Geldliebe, die Habsucht, die Steuerhinterziehung, ja, das kennen wir alle nicht. Das Spiel mit der Lüge, ach, eine kleine Notlüge ist ja nicht so schlimm. Ja, unsere Süchte, die wir haben, ja, wie weit ist die Sexsucht, die Pornosucht in den Gemeinde- und Versammlungskreisen, in den Kirchenkreisen eingedrungen, ja? Da machen wir uns doch mal nichts vor. Es gibt doch bei uns nichts, was es nicht gibt. Und da wird es doch mal höchste Zeit zu sagen, Herr Jesus, so geht es doch nicht mehr weiter. Lass uns um Buße flehen und bitten und das zählt für jede Benennung. Jetzt nicht wieder rumgrübeln, wen meint denn der Arno? Ich meine die ganze evangelikale Welt, ich meine die ganze Christenheit, die rufe ich zur Buße auf. Und ich fange bei mir selber an, getrieben durch den Heiligen Geist, möge der Herr Jesus mir deutlich machen, wo ich noch so meine Lieblingssünden, meine Götzendienste habe, dass die wie alten Sauerteig herausgefegt werden. Lasst uns doch dieses jetzt mal als ein Bußruf verstehen und nicht jetzt, ach, was hat er jetzt schon wieder? Warum greift er wieder uns an? Ach, ist das nicht doch wieder ein Propagandavideo? Nein, das ist ein Bußaufruf, dreimal geteilt. Einmal an die Regierung und einmal an die Deutschen allgemein, einmal an den Einzelnen und einmal an der Christenschar. Drei geteilt, das ist dieser Bußaufruf. Dreigeteilter Bußaufruf. Und ich rufe alle Unternehmer auf, machen wir den vierte Unterteilung, ja, wieder den Arbeiter, den gerechten Lohn zu zahlen, nicht wieder nur auf Gewinne zu auszusehen und die Gewinnmaximierung in den Vordergrund zu stellen, sondern dass sie auch auf ihre Knie gehen und Gott mal fragen, wo sie vielleicht das Geld, die Gewinnmaximierung als goldenes Kalb sich gegossen haben und darum rumlaufen und einen puren Götzendienst machen. Auch Sie müssen für Ihre Unternehmensleitung einmal vor Gott Rechenschaft abgeben. Da werden Sie nicht drum herum kommen. Das sage ich Ihnen in Gottes Namen, in Jesu Namen, als ein Evangelist Jesu Christi. Sie werden dazu nicht drum kommen. Tun Sie ihr so leiten und führen, ganz im Sinne der 10 Gebote. Das geht. Das haben die Hugenotten vorgelebt. Das hat die kalvinistische Arbeitsethik vorgelebt. Das geht, das ist machbar. Ich rufe alle Arbeitnehmer auf, ja, ihren Arbeitgebern keinen Anstoß zu geben, ja, und bitte selber um Vergebung, wo ich das getan habe, wo ich da leben lag, wo ich zu viel gemeckert, gemotzt habe, da habe ich Buße drüber getan. Ich hatte ja jetzt Zeit dafür und habe Zeit dafür, weil ich krankgeschrieben bin, weil es krankheitsbedingt nicht geht, dass ich meinen Dienst aufnehme. Aber man kommt doch dann zum Nachdenken und denkt nach, wie soll das denn weitergehen? Was soll denn nach der Corona-Krise sein? Soll unsere Gesellschaft weiter so sein? Ich und nochmal ich, das ständige Anbeten des eigenen Ich muss doch endlich mal aufhören. Die Individualisierung der Gesellschaft, die führt doch ins Chaos, die führt doch in den Abgrund hinein. Es muss doch mal aufhören, ständig und stetig Gott den Krieg zu erklären durch diese antichristliche, dämonische Genderideologie. Das muss doch endlich mal aufhören. Es muss doch aufhören, Kinder als einen Kostenfaktor zu sehen, sondern wieder in wahrer Reue und Buße dahin zu kommen, Kinder wirklich als ein Geschenk Gottes anzuerkennen. Dahin müssen wir doch wieder zurück. Und da möge Christus Jesus uns zurückführen. Ich rufe noch einmal Deutschland dazu auf, noch einmal in Jesu Namen, tuet Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Die ganzen Götzendienste, die ganze marxistische, die neomarxistische Gedankenideologie oder die Ideologie, so ist besser gesagt, ja, wirklich in wahrer Reue und Buße wie ein Sauerteig rauszufegen und wieder dahin zu kommen, was Dr. Konrad Adenauer schon gesagt hat. Ich zitiere mit meinen Worten, Deutschland hat nur dann eine gute Zukunft, wenn diese Zukunft aufgebaut ist auf einer christlichen Ethik und diese christliche Ethik gegründet ist auf die Ethumslosigkeit der Heiligen Schrift, dann haben wir eine gute Zukunft. So gehen wir den Abgrund entgegen. Den Abgrund und den moralisch-sittlichen Totalzerfall. Das wird Deutschland dann schmecken müssen, wenn keine Buße getan wird. Ich habe diese Predigt gehalten in Jesu Namen und möchte diese Predigt in Jesu Namen mit Gebet beenden. Treuster Herr Jesus Christus, du allein bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch dich. Lass noch einmal den Bußaufruf durch unser Land kommen. Tu doch die Regierung, wo noch die Regierungsmitglieder keine wiedergeborenen Gotteskinder sind, führe sie auch zur Buße und tu ihr Herz öffnen und dass sie das Herz nicht verschließen mögen und dass sie ihre Politik wieder unter den 10 Geboten Gottes stellen.
dass sie wirklich wieder auf ihre Knie gehen und dich um Weisheit anflehen und bitten und fragen, Herr, was sollen wir tun? Was sollen wir jetzt in dieser Corona-Krise tun? Wir möchten dir danken für jeden persönlichen Einsatz der Krankenschwestern, der Krankenpfleger. Wir möchten dir dafür danken, dass wir in ein Land leben dürfen, wo es noch diese sozialen Sicherheiten gibt. Vergib mir auch persönlich, wo ich zu viel gemeckert, zu viel gemotzt, ach ja, und andere damit noch angesteckt habe. Es tut mir außerordentlich leid. Schenke du mir auch darüber Buße und eine neue Hinwendung zu dir, eine ganz klare Hinwendung. So möchte ich mich selber dir allein verschreiben, der du allein der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Du bist Christus Jesus, mein Herr und Gott. Und schenke doch noch echte Bekehrungen in unseren Kreisen, dass Menschen mal wieder über ihre Sünden weinen, Sündenerkenntnis geschenkt bekommen, ein Sündenbekenntnis und in wahrer Reue und Buße gewirkt durch den Heiligen Geist durch die enge Pforte gehen, dass die Alkoholflaschen und Pullen im Apfeleimer landen, dass die ganze Qualmerei, die Anbetung des Nikotinteufels aufhört, der Jesus Christus, und dass es wirklich dazu kommt, mal wieder über seine Sünden zu weinen, über sein eigenes stinkendes Adams-Ich, und dass man ruft und schreit, Herr Jesus Christus, erbarm dich, sonst gehe ich verloren. So wie es einst unsere Väter und Mütter des Glaubens kennenlernen durften, wo du Erweckung geschenkt und gegeben hast. Herr Jesus Christus, ich flehe dich an, ich bitte dich, dass du Erweckung schenkst bei uns Gläubigen, dass wir wieder lernen, uns aufrichtig lieb zu haben als Brüder und Schwestern. Und dass wir unsere Sünden wie auf ein Tablett in aller Transparenz vor uns hertragen. Dass es endlich aufhört, diese gute weiße Kragentheologie. Was wird der andere über mich denken, wenn ich jetzt meine Schuld und Sünde bekenne? Herr Jesus, dass das aufhört. Und dass man auch das den Kindern vorlebt. Wo ich auch hier versagt habe, sündig und schuldig vor den eigenen Kindern wurde, möchte ich dich herzlichst, herzlichst um Vergebung bitten. Herr Jesus Christus, schenk uns Männerbuße, die wir unsere Frauen nicht so geliebt haben, wie Christus die Versammlung geliebt hat. Da sollten wir doch als Männer immer dran denken, dass eine Frau ein Gnadengeschenk Gottes ist und keine Sklavin, die man einfach so ausnutzt, weil man meint, man steht über die Frau, sondern lass uns wieder zurückkommen in wahrer Reue und Buße, Herr Jesus Christus, zu der Ordnung, die du gegeben hast. Christus steht über dem Mann und der Mann steht über die Frau. Aber wir Männer sollen die Frauen so lieben, wie Christus die Versammlung liebt. Ja, Herr Jesus Christus, wir haben alle gesündigt, wir sind schuldig geworden vor dir. Unser deutsches Land ist ein abgefallenes Land von dir, Herr Jesus Christus. In der Tatsache ist es so. Wir bekennen unsere Geldliebe, unsere Materialismusliebe, das Anbeten des Wohlstandes, unsere spitzen Ellbogen, unseres ich-bezogenes, egoistische Lebenseinstellung, das bekennen wir alles in wahrer Reue und Buße, gewirkt durch deinen guten Geist von dir. Herr, erbarm dich über unser Land. Herr Jesus Christus, erbarm dich über Deutschland. Schenke der Regierung Weisheit, schenke unserer Bundeskanzlerin Weisheit, schenke jeden einzelnen Minister von Weisheit, segne unseren Ministerpräsident Laschet und schenke ihm Weisheit. Wir haben gehört, dass er vor wichtigen Entscheidungen doch auch ins Gebet geht. Tue ihm beim Gebet deinen Geist schenken und geben, dass er zur richtigen Entscheidung auch für das Land Nordrhein-Westfalen kommt. Herr, erbarm dich. Wir danken dir, dass du das Grab verlassen hast und dass du wahrhaftig lebst. Jesus lebt, rettet und siegt. Maranatha, o Herr Jesus Christus, komme bald. Amen.